Hallo und herzlich willkommen zurück bei Neverwinter Nights, wo wir letztes Mal uns durchs Halbinselviertel weiter geprügelt haben, ein paar Anführer von den entflohenen Sträflingen ausgeschaltet haben und jetzt hier in dem Haus von Lady Tunglebrook, irgendeiner Adligen, die hier wohnt und irgendwie Vetterin vom ehemaligen Gefängnisleiter ist, hier ihr Haus hat. Und jetzt schauen wir mal, was im Keller von der so los ist. Ne, sie liegt ja auf der Hand, ne? Wenn man schon mal irgendwelchen Adelsfamilien zu Hause ist, erstmal gucken, was im Keller so los ist. Ne, sind bestimmt die ganzen Leichen versteckt. Oder ein Schachspiel. Interessant. Da ist irgendjemand. In der Seite des Schildes von Fürstin Tangelburg befindet sich ein großes Loch, das einen dunklen Hohlraum offenbart. Was auch immer die Ursache für das vorzeitige Ableben der Fürstin ist, der heulende Tod ist dafür nicht verantwortlich. Okay. Irgendjemand hat sie umgebracht. Aber sie hat ein Doppelklingenschwert hinterlassen. Das nehme ich gerne mit. Ein Doppelklingenschwert plus 1. Huch. Hier, das hier ist das. Ist tendenziell ganz lustig, ist aber so eine sehr exotische Waffe und mein Charakter kann da nicht mit umgehen. Und könnte es auch nicht effektiv benutzen, von daher brauche ich es nicht, aber ich kann es gut verkaufen. So, das. Da hinten, das noch. Sind noch Sachen. Feuerkäfer. Dann wir jetzt nicht anfangen, Feuer zu speien. Na, ich finde es reizend, dass du buffst, Lino, aber kannst du dich immer wie Feuerkäfer kümmern? Ja, gut, lass dir Zeit, ne? Ich meine, ich habe nichts gegen Buffs. So, ich nehme mal einen so einen Feuerkäferbauch mit. Aber auch nur einen, die hinterlassen, glaube ich, alle so einen, aber ich nehme nur einen davon erstmal mit. So, danke. Da ist auch noch was. So, das. Das. So, nee, nicht da durchgehen, das sind überall Fallen. Das sind diese roten Felder, also vor diesen Statuen sind überall Fallen. Keine Ahnung, wer die da aufgestellt hat. Ich gehe nicht da rein, ne? Das bestimmt nicht. So, Lino, du wirst bestimmt wieder Magierrüstung haben. Ich bin aber auch, ich lebe gerne riskant, habe ich den Eindruck. Das ist wirklich das wieder, ohne dass ich hier vorher da das gemacht habe. Würde ich gerne mal noch hier Zauber zuweisen. Noch kann ich die zwar gar nicht wirken, aber egal, also du kriegst noch Schutz vor bösem Linu. Ich bin ganz, ganz unselbstsüchtig da. Ich finde, wenn sie besser geschützt ist, hilft mir das viel mehr, als wenn ich besser geschützt bin. Weil ja mein Plan ist, dass sie den Gegner ablenkt, solange sie das macht und das auch gut macht, ist das gut für mich. Deswegen kriegt sie gerne die Defensivbuffs. So, wir haben es irgendwie ins Gefängnis geschafft anscheinend. Schauen wir mal, was hier los ist, ne, Linu? Kommt sie her? Mit einem Lied auf den Lippen gehen wir mal hier rein. Hallo? Was soll ich sagen? Hallo, hallo, Ihr könnt nicht hallo. gewinnen. Wir sind die singenden Abenteuer. Linu, dafür habe ich dir die Buffs nicht gegeben, dass du mich jetzt hier allein im Regen stehen lässt. Linu? Danke. So. Hier sind noch ein paar Überreste. Bolzen. Ne, Bolzen brauche ich nicht. Aufsperren. Ne, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich wahrscheinlich auch nicht. Ne, ich habe keinen plus 3 Schlüssel mehr. Ne, schaffe ich nicht. Gut. Weitergehen. Ich werde hier einfach da liegen lassen. Ich könnte jetzt hier eine Minute lang mit dem Kältestab drauf schießen und dann finde ich 10 Armbrustbolzen oder sowas. Ja, deswegen werde ich es lassen. Dem Tür habe ich den Tisch untersucht. Auch so Geld auf dem Tisch. Müssen wir mitnehmen. Das Geld auf dem Tisch. Kann man nicht da liegen lassen, ne? Können wir mal die Tür auf. Hallo. Irgendwie ist hier keiner, außer irgendwelchen Leichen, die in den Zellen rumliegen. Weiß nicht, ob das hier der richtige Verwendungszweck für solche Zellen ist, aber ich kenne mich da auch nicht. Ich kenne mich da auch nicht aus. Joa. Hallo! Aua.
Schon wieder Misserfolg gegen 15. Mann, Depp, würfel doch mal was Besseres. Vollidiot. Mann, Mann, Mann. Ich glaube, da hätte ich auch nur 50% des Schadens vermieden. Von daher, bei 4 ist das, glaube ich, jetzt nicht so schlimm. So, was haben wir hier denn noch? Geld und Stille. Wir haben mal ein Gefängnistagebuch oder ein Schlüssel zum Gefängnislagerraum. Das Gefängnistagebuch können wir, glaube ich, mal lesen. Eintrag 247. Wir wachen, machen uns Sorgen um den Geisteszustand von Hauptmann Alefin. Er ist nicht mehr der Alte, seit er seine Cousine Fürstin Tanglebrook besucht hat. Die Gefangenen werden langsam unruhig. Eintrag 248. Irgendwer hat die Gefangenen befreit. Dieser verdammte Hauptmann Alefin ist irgendwo zu finden. Wir hatten schon mal einen Gefängnisausbruch, aber das hier ist ernst. Ich weiß nicht, ob es uns gelingt, die Lage unter Kontrolle zu halten. Eintrag 249. Hehe, ist das euer schönes Buch, ihr Wachen? Warum das ihr liest? Die Gefangenen haben die Hälfte eurer dämlichen Wächter umgebracht und die andere Hälfte dort gesperrt, wo sie hingehört. Lang lebe der Gefängnisvorsteher und möge der heulende Tod den Rest von euch holen. Okay. Das, zeigt ja, das klingt ja auch wieder so, als irgendwie der, als ob irgendwie der Gefängnisvorsteher dafür verantwortlich war. Wo es schon Gerüchte für gab, aber irgendwie noch keine handfesten Indizien. Dani ist der Schläger. Ein Sträfling mit einem besonderen Namen. Interessant. Doch, der war nicht ganz in deiner Reichweite. Na gut. Dann mach ich einfach mal einen Crit, ne? Klingt nach einem guten Plan. Ich glaube, der redet mit einem, wenn man hier über den Schlüssel durch den Haupteingang reinkommt. Weil hier ist der Haupteingang, ja, quasi da, wo ich letztes Mal gesagt habe, den Teil hätten wir jetzt irgendwie skippen können, wäre ich jetzt hier reingekommen. Hätte wahrscheinlich mit Danis reden können und irgendwie sagt hier so, aufs Maul, ey, ich gebe euch aufs Maul, ihr Gefängnisinsassen. Ihr geht wieder ins Gefängnis oder ich hau euch kaputt oder sowas. Vielleicht ein bisschen eloquenter, aber sowas in der Richtung. So, schauen wir mal, was hier los ist. Hallo? Noch mehr Sträflinge. Ah, okay. Ich werde euch in Stücke reißen. Ne, der Nidus da drüben. Nicht hier. Hier ist keiner. Der Sieg wird unser sein. Du, was ist da los? Du hast verfehlt. Schön Doppelangriff verschwendet. Hat er einen Heiltranker geschluckt? Du bist ja ein ganz schön gewiefter Sträfling hier. Hast Heiltränke irgendwo geklaut und schluckst die jetzt? Voll gemein. Nino? Dankeschön. So. Gut, schauen wir mal, was hier in diesem Raum vor sich geht. Ist noch ein Tisch. Abgeschlossener Tisch. Goldmünzen, okay. Ist auch noch ein Tisch. Im Grünstein. Und hier ist ein Südflügelhebel. Wahrscheinlich können wir dann hier diese Gefängniszellen aufmachen. Das Rattern von Metall geht dann Echo durch die Südflügel des Gefängnisses. Okay, können wir mal gucken, ob die armen Leichen, die da rumliegen, wahrscheinlich frühere Gefängniswärter irgendwas Wichtiges dagelassen haben. Oder vielleicht hier irgendjemand drin ist oder so. Wer weiß es? Man weiß es nicht. Da sieht es aus, als ob hier nur Leichen unterwegs wären. Traurig, traurig. Ist da drüben noch was? Da drüben ist auch noch eine Leiche. Hier ist, glaube ich, gar nichts. Ungenutzte Zellen, was ist da los? So. Gut. Gehen wir mal weiter. War das hier irgendwas Uninteressantes oder warum habe ich das liegen lassen? Bolzen. Ja, Bolzen brauche ich wirklich nicht. So, schauen wir uns mal weiter hier im Eingangsbereich um. Ich würde sagen, in den Kampf. Oh, das ist wieder eine Falle. Eieiei. Was ist es diesmal? War wieder eine Stachelfalle. Ja. Das hast du ein bisschen dumm gemacht, Lino. Egal. Okay. Nichts gesagt. Was mein tiefstes Vertrauen. So. Was haben wir denn hier in diesem Wandschrank? Hübsches. Ein Amethyst. Okay.
Diese Truhe ist wahrscheinlich wieder so schwer verschlossen, dass ich da nicht rankomme. Ja, 27. Schade. Wenn ich irgendwie meine Geschicklichkeit steigern würde, könnte ich diese normalen Schlüssel benutzen, um das aufzuschließen. Klingt eigentlich nach einem ganz guten Plan. Ich wollte sowieso mal in der näheren Zukunft rasten. Deswegen werde ich hier noch ein bisschen aufräumen. Lalala. Ihr werdet fallen! Der Sieg so. Wird unser sein! Tschüss. Sehr gute Arbeit. Sehr gute Arbeit. Ich musste einfach bloß rumstehen und zugucken. Finde ich gut. So gefällt mir das. So, das ist noch ein Nordflügelhebel. Okay. Voll unmöglich. Okay. Bevor ich den Nordflügel aufmache, werde ich erstmal gucken, was überhaupt los ist. Nicht, dass ich irgendwelche gefährlichen Leute freilasse oder sowas. Huch. Ihr werdet. Ich gehe mal schon zurück. Du kannst dich an die Tür stellen, Linu. Gefällt mir das. Oh. Gut. Oh, da ist noch ein Wächter. Aha. Gut, bevor ich diese Stahltür aufmache, gucke ich erstmal noch, was hier in diesem Raum abgeht. Und dann werde ich, glaube ich, den Wächter freilassen. Eine Runde rasten vielleicht. So, haben wir hier noch was? Kiste. Okay. Panzerhandschuh. Minnesänger-Handschuhe, die haben wir schon. Oh, danke für den Versuch, Spiel. So, gut. Dann werden wir mal den armen Wächter freilassen. Ja, ich lasse dich gleich raus, Mann. Kein Problem. Ich muss nur eben zu diesem Hebel nochmal zurückgehen. Und dann werde ich, glaube ich, mal eine Runde rasten versuchen. So, Nordflügelhebel. Das Radtopfermetall geht da echot durch den Nordflügel des Gefängnisses. Ja. Das war der Plan. So. Gut. Können wir hier rasten? Bitte? Danke. So. Ich glaube, diesen ganzen Schmarrn brauche ich ja nicht gar nicht unbedingt. Das kann weg, das kann weg. Wie viel Stufe 2 Zauber habe ich jetzt eigentlich? Gar keinen. Ah, ich habe 2 gelernt, aber ich kann keine einsetzen, weil mein Charisma so schlecht ist. Ah, okay, schade. Gut, dann war mein Plan ein bisschen nutzlos. Egal. So. Linu, kriegst du wieder hier. Huch, warte. Bevor ich noch wieder weiter wirke. So, kriegst du das. Ich nehme auch mal schon zu böse auf mich. Wenn ich schon eins übrig habe. Das hält relativ lange, deswegen kann man das immer so. Das ist gute Praxis, das einfach nach dem Ausruhen einmal zu wirken. So, dann gehen wir weiter. Die Leute hier sind ja wohl eindeutig böse, deswegen sollte uns das schon hier helfen. Hi. Seid gegrüßt. Ihr gehört nicht zu denen, die mich gefangen genommen haben, oder? Nee, sonst würde ich euer Gesicht wahrscheinlich wiedererkennen. Okay, so weit ein Gefangener oder ein Wächter? Nun, ich war ein Wächter, bis der Kerkermeister alles durcheinander gebracht hat. Seht, ich gehöre zu den Guten, ja? Okay, gut, okay, ich könnte ein paar Informationen gebrauchen. In Ordnung, aber wie früh ich nach Hause meiner Familie kann, desto glücklicher bin ich. Aber wieso haben sie sich überhaupt da in der Zelle gesteckt? Das ist doch gar kein, das ist doch blöd. Das ist schwer zu sagen. Erst nachmittags ging der Gefängnisaufseher einfach nach unten und schloss die Tür zu den Gruben auf. Er ging einfach da rein und die Gefangenen gingen einfach da raus. Die Kämpfe dauerten einige Tage, aber jetzt sind alle Wächter gefangen. Oder schlimmer. Und der Kerkermeister? Der ist offensichtlich noch dort unten. Die Gefangenen haben ihn zum verdammten König gekrönt. Wenn er mich fragt, dann hat ihn die heulende Tote erwischt und er ist vollkommen verrückt geworden. Okay, wie ist dieses Stockwerk aufgebaut? An der Westseite führen Treppen nach unten. Es gibt 2 Zellenflüge im Norden mit Süden und im Süden mit einem Korridor dazwischen. Jeder Flügel hat einen Wachraum mit einem Hebel, der den Zellenblock öffnet. Im Süden befindet sich das alte Büro des Kerkermeisters. Okay. Hast du irgendwas über die Gefangenen? Die ehemaligen Gefangenen, meint ihr? Die sind grausam, rachsüchtig, also generell so, wie man sich Gefangene vorstellt. Als sie kamen, war mir nicht gut auf sie vorbereitet. Ich sah, wie ein Dutzend Freunde um mich herniedergemetzelt wurde. Es war wirklich schrecklich. Sie haben sogar eine von uns wach in die Grube geworfen. Für den Kerkermeister, sagten sie. Als ob er sie fressen wolle oder so. Okay, habt ihr irgendwie Vorschläge, was ich machen sollte? Ich weiß nicht, was es euch angeht, aber ihr mich zieht zu Hause zu meiner Frau und meiner Familie. Von mir aus könnt ihr den ganzen Ort anzünden. Okay, gut, das waren, glaube ich, genug Fragen. Gut, wenn sie mich außerhalb erzählen, sie mich sowieso ein toter Mann. Ja, ich habe den Weg hier ein bisschen freigemacht. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne rausgehen.
Keine Ahnung, euch werde zu suchen. Ich denke, wenn ich die Beine in die Hand nehme, kann ich es durch die Optik schaffen. Ich denke, die Bürgerwehr dürfte zwischen diesen Orten umzingelt haben. Gut, dann geht mal los. Ich habe den Weg für euch freigemacht. Ja, so, danke, wünsche mir Glück. So, gut. Haben wir das? Oh, hier so eine Leiche. Nehmen wir mit. So. Hallo. Ist hier jemand? Da sind entflohene Sträflinge. Da sind jede Menge entflohene Sträflinge. Linu? Do something. Man ist nicht zaubern. Das ist nicht der Zeitpunkt zum Zaubern. Das ist der Zeitpunkt, um Leute umzubringen. Genau so. Ja, so auch. Den Witz kannst du jetzt Zauberkasten zum Buffen. Und nicht, wenn die dich gerade umzingelt haben. Das ist nicht der korrekte Zeitpunkt zum Buffen. Achso, du gehst jetzt weiter. Okay. Oh, da sind aber noch einige mehr. Weil da sind ja wirklich noch viele mehr, Alter. Ist ja. Linu? Das ist nicht gut. Du musst auch nicht da dich in die Mitte stellen und heilen. Das ist nicht so schleu. Linu? Du greifst dich den Bandenanführer an. Das ist nicht gut. Komm, ein Schaden. Komm schon. Ich sollte vielleicht mal hier Badenlied machen. Lalala. So, weiter den Anführer angreifen. Linu, nicht rumstehen und nichts machen. Kriegst du nur hinterhältig Angriffe rein. So. Vielleicht haben wir es jetzt unter Kontrolle. Ja, vielleicht. Okay. Ja, jetzt nicht heilen, bitte. Na gut, Trank kannst du, glaube ich, trinken. Ja, wir haben ihn gleich. Nur ein, zwei Treffer. Schon schwer verwundet. Ah, vielleicht noch ein Treffer mehr. Vielleicht auch zwei. Gut, er ist weg. Gut, jetzt die kleinen Untersträflinge noch. Das schaffen wir schon, Linu. Ich glaube an dich. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So. So, nehmen wir alles mal mit, was sie haben. Zum Beispiel dieses wunderschöne Kettenhemd. Nicht sicher wozu, aber es ist ein schönes Kettenhemd, ne? Warum sollte man das nicht mitnehmen? Das ist noch eins, das nehme ich nicht mit, dann habe ich nämlich zu viel Gewicht. Ich weiß nicht, was die ganzen Leute hier mit Kettenhemden machen. Na gut. Schauen wir mal, was hier noch los ist. Was abgeschlossen. Machen wir auf. Hallo? Ihr werdet fallen! Okay. Kreativ. Dann würdest du das vielleicht lassen und angreifen? Der Sieg wird unser sein! Ja, aber nur wenn du kämpfst. Nicht wenn du hier rumstehst und dich kaputt machen lässt, weil du buffst. Okay, gut. Versuchen wir das bei dem anderen Flügel hier nochmal. Wahrscheinlich ist da wieder so eine Wachhundzelle oder so. Da sind sie noch Gefangene. Kümmern wir uns erstmal um die. Da. Ihr werdet fallen! Der Sieg wird unser sein! So, Angriff. Na gut. So eine Leiche. Gut, schauen wir mal, was bei dieser anderen Zelle hier noch ist. Da ist noch ein anderer Wachhund, okay. Ihr werdet fallen! Wie zu erwarten war. Was fängst du eigentlich an, Zauber zu casten und hörst dann auf, weil du den Gegner doch angreifen willst? Ach, die KI. Ihr könnt nicht gewinnen! Ein Traum in, ja. Holunder. Na gut. Eine Truhe mit einer Falle.
Okay. Nein, das ist noch irgendeine Leiche. Schau mal, was da los ist. Ah, mit einem Phenalope. Okay. So, was ist hier in der Mitte noch? Irgendein Verbindungsgang oder was ist hier? Ist da noch jemand? Hallo? Zeigt euch, wenn ihr gefangen seid. Ansonsten gehen wir einfach wieder. Ich glaube, hier ist nichts. Gut. So, da ist noch eine Truhe. Ich werde die mal aufmachen versuchen. Aua. Oh, ich habe mal Erfolg gehabt beim Wurf. Schwere Armbrust plus 1. Was soll ich denn mit so einem Scheiß? Also außer verkaufen natürlich, aber was soll ich mit so einem Scheiß, ey? Du kannst immer Bogen anticken oder sowas. Ey, Alter. Egal. So. Damit haben wir jetzt anscheinend die oberste Ebene von dem Gefängnis einigermaßen unter Kontrolle gebracht. Aber hier geht's, wie es aussieht, runter. Aber wie es hier aussieht und was da los ist, das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.